Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon sehen könnt, heute werden wir ein bisschen Lava machen. Und ja, ich zeige euch heute einfach mal, was für ein Team wir hier überhaupt haben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Der liebe Felix, der hat hier vorne einen Lavanica mit dabei. Dann hat er hier hinter eine Rose zu stehen. Hier vorne mit einem Sasquatch mit einem 5er Quicken, was durchaus ziemlich wichtig ist für Lava. Dann dahinter hat er noch eine Hüterin und dahinter hat er halt noch einen Baum. Dann hat mein zweiter Account auf jeden Fall einen Anubis mit drinne. Dann eine Esperita, auch einen Sasquatch. Dann natürlich noch eine Hüterin. Und dann natürlich auch noch einen Gargoyle mit dabei. So, der Beutel. Der hat hier in diesem Falle eine Hüterin mit ganz vorne zu stehen. Dann natürlich auch noch ein Anubis. Dahinter die Rose. Der PD muss natürlich auch noch mit dabei sein. Und der Gargoyle auch. So, und mein Hauptaccount, der hat ganz vorne einen Gargoyle mit einem 5er Quicken. Dann der Sasquatch, der hat auch einen 5er Quicken. Die Hüterin ist natürlich mit dabei. Dann die Rose und dahinter ist halt der PD. Gut, und dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach direkt mal an. Und ja, wie gesagt, schauen uns einfach mal die Pathways an. Ich habe euch einfach nochmal kurz hier auch alles eingeblendet, was für Talente und welche Skillhöhe die ganzen Helden halt haben. Dass ihr dann so ungefähr wisst, ja, was für Helden halt wichtig sind. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an. Der Anfang ist durchaus immer ziemlich einfach, weil wir haben nämlich zweimal einen Sasquatch mit dabei mit einem 5er Quicken. Der eine steht eben hier oben an der Seite und der andere hier unten an der Seite. Und ja, das läuft halt wirklich ziemlich gut, weil du halt wirklich alles abdeckst mit dem Sasquatch. Und ja, das kann ich euch auch nur so weiterempfehlen, wenn ihr einen Sasquatch habt und wenn ihr eine Möglichkeit habt, da einen 5er Quicken mit drauf zu packen. Der macht das auf jeden Fall, weil das erleichtert nämlich den Anfang um einiges. So, normalerweise sind wir mal so bei 20 Sekunden, da wo wir rauskommen, ist durchaus ja, eine ordentliche Zeit. Jetzt sogar 24 Sekunden. Ja, wir machen einfach mal ein paar Tries und dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, mit dieser Taktik oder beziehungsweise mit dieser Aufstellung schaffen wir das auch wirklich zu 100% alles zu raiden. Und ja, das ist halt, ja, ziemlich nice, weil man da halt ziemlich gute Belohnungen auch bekommt. Und ja, wir machen einfach noch mal einen Try. So, starten natürlich auch direkt. Und ja, natürlich das Wichtige in diesem Falle ist natürlich, dass man halt aufpassen muss, dass hier halt die Helden nicht hochlaufen, beziehungsweise halt hier unten, dass die Helden nicht runterlaufen. Zumindest am Anfang halt nicht. Und das ist halt die große Kunst. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ja, ist es wirklich keine Kunst mehr, das hier zu schaffen. Und ja, in diesem Falle sind sogar die Pets nebensächlich hier bei unserem Team, weil wir genügend DPS mit dabei haben. Wir haben genügend Hüterin mit dabei, wir haben genügend Rose mit dabei. Und ja, somit haben wir natürlich auch genügend DPS halt am Start. Und ja, so machen wir das halt ziemlich gemütlich hier durch. Ja, dieses Video soll einfach bloß kurz mal zeigen, wie einfach das doch durchaus ist, diese Helden halt, beziehungsweise diesen Spielmodus halt zu farmen, und soll halt auch einige ermutigen, sich einfach mal daran zu trauen, weil, ja, wenn du halt wirklich zwei in deinem Team mit drin hast, die halt auch 5er Quicken jetzt haben, und du vielleicht wie du play bist oder wie auch immer, dann kann man das durchaus versuchen. Weil mein zweiter Account, wisst ihr ja, der hat ja 105k Macht im Moment. Und ja, ihr seht schon, der kann einfach mal Lava 4 farmen. Und das ist natürlich nur möglich, weil halt ja, meine anderen Teamkameraden natürlich ziemlich gut sind. Und ja, ich meine, wir haben natürlich auch ein bisschen rumprobieren müssen hier mit unseren Teams, um halt auch wirklich die 100% Farm Rate zu schaffen. Ja, dann ist mal, weiß ich nicht, denn ich war am Anfang war ich zum Beispiel da oben, dann bin ich dann nachher hier irgendwo reingerutscht und dann war ich nachher doch irgendwie ganz unten. Und ja, ihr seht schon, das ist halt, da muss man halt wirklich ziemlich rumprobieren. Wir haben auch überlegt, ob wir überhaupt den Lavanica mitnehmen.
Weil normalerweise hat den ja sonst keiner. Oder zumindest noch nicht ganz so viele gehabt damals. Und da hatten wir natürlich noch nicht so wirklich Erfahrung bei dem. Aber der macht sich eigentlich ganz gut bei Lava. Und ja, kann ich auch nur so weiterempfehlen, weil der tankt halt auch übelst viel weg. Und Damage ist halt auch übelst am Start bei den guten Typen. Ja, und jetzt fahren wir natürlich hier wirklich easy die ganzen Kisten halt ab. Wir sind wie gesagt immer so bei 20 Sekunden. Und ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die ganzen Twice noch. Ich glaube, da brauche ich nicht noch mehr zu sagen. Ich lasse das einfach nochmal hinten. Ja, hänge das einfach nochmal mit hinten ran, die ganzen Versuche. Ich denke mal, da brauche ich jetzt nichts weiter mehr zu sagen. Bloß, dass ihr dann halt auch wirklich seht, dass es 100% Farm Rate dazu gibt. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne nochmal eine positive Wertung da. Und ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und jo, ciao. Now